Eine Wurzelkanalbehandlung ist eine Zahnerhaltungsmaßnahme, die notwendig wird, wenn das Innere eines Zahnes, das sogenannte Wurzelkanalsystem, entweder ein Viertel endet oder infiziert ist. Dies kann durch tiefe Karies, einen Unfall oder eine fehlerhafte Zahnvereinviertelung verursacht werden. Viele Menschen haben Angst vor einer Wurzelbehandlung, da sie glauben, dass sie sehr schmerzhaft ist. In diesem Video werden wir die Frage beantworten, ob eine Wurzelbehandlung wirklich schmerzhaft ist. Eine Wurzelbehandlung wird unter örtlicher Betäubung durch ¼-HRT, um Schmerzen während des Eingriffs zu vermeiden. Der Zahnarzt öffnet den betroffenen Zahn, entfernt das entweder ein Viertel endete oder infizierte Gewebe und reinigt den Wurzelkanal sorgfältig. Anschließend wird der Kanal mit einem speziellen Material ¼-LLT, um eine erneute Infektion zu verhindern. Der Eingriff kann je nach Schweregrad der ¼-Entfernung und der Lage des betroffenen Zahns mehrere Sitzungen dauern. Während der Wurzelbehandlung kann es zu leichten Beschwerden, wie ¼-HL oder leichte Schmerzen, kommen. Dies ist jedoch normal und kann durch gängige Schmerzmittel gelindert werden. Viele Patienten berichten, dass der eigentliche Eingriff weniger schmerzhaft ist als erwartet und dass die Beschwerden nach der Behandlung schnell abklingen. Es ist wichtig zu beachten, dass eine Wurzelbehandlung dazu dient, einen stark geschädigten Zahn zu erhalten und Schmerzen zu lindern. Ohne Behandlung kann in ¼-Entfernungen oder Infektionen im Wurzelkanal zu starken Schmerzen, Schwellungen und sogar zum Verlust des Zahnes ¼-Entfernen. Daher ist es ratsam, eine notwendige Wurzelbehandlung nicht aufzuschieben. Um mögliche Schmerzen während einer Wurzelbehandlung zu minimieren, ist es wichtig, einen erfahrenen und ¼-entfernten Zahnarzt aufzusuchen. Ein guter Zahnarzt wird die Behandlung sorgfältig planen, erklären und ¼-entfernen, um den Patienten möglichst wenig Unannehmlichkeiten zu bereiten. Zusammenfassend lässt es sich sagen, dass eine Wurzelbehandlung heutzutage in der Regel nicht mehr schmerzhaft ist. Mit modernen Techniken und örtlicher Betäubung kann der Eingriff gut toleriert werden. Es ist wichtig, bei Zahnschmerzen ¼-zeitig einen Zahnarzt aufzusuchen, um eine mögliche ¼-Entfernung im Wurzelkanal rechtzeitig zu behandeln. Abschließend kann gesagt werden, dass eine Wurzelbehandlung zwar mit gewissen Beschwerden verbunden sein kann, aber in der Regel nicht schmerzhaft ist. Es ist wichtig, den Rat eines Zahnarztes zu befolgen und eine notwendige Wurzelbehandlung nicht aufzuschieben, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden.